So, hallo. Ja, ich bin jetzt nochmal online. Und zwar, ihr seht es vielleicht in der Überschrift, es ist so, so wichtig zu erkennen, dass wir mit unseren Worten, welche Energie sind, einen riesengroßen Einfluss haben. Und zwar auch unsere Gedanken haben Einfluss. Es ist ganz wichtig, dass wir die klar darauf hin fokussieren, was wir möchten. Unsere Worte transportieren unsere Gedanken, transportieren unsere Energie in die Welt hinaus. Und wenn du jemand bist, der die Welt verändern möchte, der die Welt zu einem riesentollen Ort machen will, zu einem Paradies, der daran glaubt, dass die Energie im Feld nach Dr. Joe Dispenza Change the Field, Change the World verändert werden muss, der versteht vielleicht jetzt auch, warum es in dieser Zeit jetzt so viele Menschen dazu aufgerufen sind, ihre Wahrheit zu sprechen, ihr Herz mit ihrem Hirn in Einklang zu bringen. Und zwischendrin ist der Mund, zwischendrin ist das Kehlkopfchakra. Und da darf diese Nachricht, diese Energie des Herzens, der Liebe, der Wahrheit, der Freiheit, der Grenzenlosigkeit rauskommen. Und ich habe gerade in meinem Mastermind-Chat haben wir darüber geredet und es wurde die Frage gestellt und es ist mir so wichtig, dass ich das jetzt für alle nochmal sage. Sie sagt, schau mal, hat sie gesagt, ich habe Freundinnen, die sind Malerinnen und die kriegen kein Geld dafür und die können davon nicht leben. Und das ist ein Punkt, den wir ganz klar verstehen müssen. All diese Menschen, so viele Menschen da draußen, die diese Wahrheit, diese klare Message haben, diese Herzensmessage, diese göttliche Message, die Nachricht der göttlichen Intelligenz. Es brennt so vielen auf den Lippen. Viele sind eben noch in ihren stillen Kämmerleins, aber sie sind jetzt eben aufgerufen, auf online zu kommen, rauszukommen. Und auch ein Maler, ein Künstler, der so viel wunderbare Energie transportiert mit wunderbaren Bildern, der darf diese Power an sich nehmen und darf Wort dazugeben, darf sich seine Bilder, sein Sein, seine wahre Erdensmission, um hier zu sein, um das Schöne zu bringen, um das Schöne zu postulieren, um das Schöne immer wieder rauszuwerfen in die Welt, bis ein Übergewicht da ist zwischen Herzenergie und Kopf und logischer Angstenergie, eingeschlossener Energie, bedingter Energie. Man sucht immer Bedingungen, die erfüllt werden müssen, bis man etwas erreichen kann. Und die Herzenergie, die sagt einfach nur, was fühlt sich herzlich an, was fühlt sich gut an, was fühlt sich an wie Liebe, raus damit. Ja, einfach raus damit, ungefiltert. Du kannst lange warten und überlegen und sagen, wie soll ich es rausbringen, wie soll ich es in Worte fassen. Es geht nicht darum, dass du dir überlegst, wer dich verstehen kann, sondern es geht darum, dass du einfach nur spürst, was die Nachricht ist, die du übermitteln sollst, dieser Welt, dieser Erde, diesem Leben, und dass du nicht mehr zurückhältst und dich nicht mehr dort aufhältst in diesen ganzen Überlegungen, die bremsen und zurückhalten und eben auch dafür sorgen, dass ein finanzielles Ungleichgewicht stattfindet, dass das größte Anteil des Geldes irgendwie aus Macht und Angst kreiert wird, aus ich will Macht haben, weil ich Angst habe, weil ich glaube, ich habe keine Macht. Aber wenn ich in die Wahrheit gehe und weiß, dass ich Macht habe, dann muss ich auch keine Angst mehr haben, sondern ich muss in meine Macht eintreten und ich muss diese Macht dafür benutzen, für das, was sie hier ist, und zwar um ein Paradies auf Erden zu kreieren, um den Himmel auf Erden zu kreieren für ganz, ganz viele Menschen. Und diese falsche Überlegung, dass wenn du das möchtest, wenn das dein Herzenswunsch ist, dass du dafür kein Geld verlangen und kein Geld
empfangen darfst, das muss sich jetzt verändern. Es muss sich ganz, ganz krass verändern, dass ich sage es einfach mal so, diese göttliche Intelligenz, die göttliche Liebe, die göttliche Präsenz, all die die Kraft und Macht hat, das reine Bewusstsein, da darf das Geld jetzt hinfließen. Aber ihr Leute, ihr lieben Herzensmenschen, ihr müsst jetzt auch bereit sein, dieses Geld anzunehmen. Ihr müsst bereit sein, euren Wert zu erkennen, den Wert, den ihr habt als Teil eines höchst schwingenden Organismus. Und dieser Wert, das ist euer Job, das rauszubringen auf eure individuelle Art und Weise. Deswegen heißen meine Programme jetzt auch immer My Magic, ja, weil es die Magie eines Einzelnen, jeden Einzelnen ist, die jetzt raus soll, die jetzt in das Feld soll, damit das Übergewicht der Wahrheit, der Liebe, dessen, wofür wir hier sind, endlich dominiert. Und Geld ist genau das Pendant zu Energie. Und wenn du bereit bist, diese Energie ins Feld zu geben, dann möchte das Feld dir diese Energie zurückgeben und dich im Fluss halten, dich unterhalten. Und das ist für mich diese Wahrheit, die wir jetzt sehen dürfen und müssen, dass es nicht darum geht, dass das Geld nicht zu den Menschen, den Herzensmenschen gehen darf, dass Herzensmenschen immer noch abgestempelt werden als gierig oder raffgierig und ja, mit Spiritualität darfst du kein Geld verdienen und das macht alles so keinen Sinn. Das sind alles alte Paradigmen, das sind alles alte Glaubensgrundsätze und es gibt keinen einzigen Sinn, warum nicht jeder für das, was er tut, fürstlich belohnt werden muss. Aber dafür musst du dieses System verstehen und musst auch in den Empfangsmodus kommen, in den Modus, dass du erkennst, was deine Mission ist, was dein Erdenwert ist und dass die Erde, dass die Welt, das Universum, das Göttliche, nenn es, wie du es möchtest, nur darauf aus ist, dass du endlich dastehst, dass du dich endlich zeigst und dass du endlich auch bereit bist, dafür zu empfangen für dein Sein. Ja? Und das ist wirklich meine Botschaft und deswegen warte nicht mehr, sondern Business oder privat, bringe dein Licht raus, bringe deine Macht raus, trage dazu bei, dass die Menschen, die dich hören können, dich hören können, trage dazu bei, dass die Menschen nicht mehr Horrornachrichten im Fernsehen anschauen wollen, sondern dass sie anfangen, ihre Zukunft zu kreieren, dass sie anfangen, eine bessere Welt zu kreieren. Und das kann man nicht aus dem Stadium der Angst und der Verzweiflung heraus. Und diese Angst und diese Verzweiflung, diese Energie der Angst und dieser Verzweiflung dürfen wir jetzt überschreiben mit der Energie, der Wahrheit, der Liebe, der Zukunft, der unbeschränkten Möglichkeiten. Und jeder Einzelne, der das weiß, dass das stimmt, was ich sage, der sollte nicht mehr zurückhalten. Und wenn du sagst, ja, ich weiß, aber wie geht online? Und ich traue mich noch nicht online. Dann bist du genau richtig in meinem Kurs My Magic Online Life für Business und Privat. Ich starte am Dienstag. Die Zeit machen wir aus unter den Teilnehmern. Im Moment haben ja alle noch wunderbar Zeit. Und dieser Kurs wird dich genau dorthin bringen, dass du verstehst, wie wichtig du bist, dass du verstehst, wie wichtig dein Wort ist, dass du verstehst, wie wichtig deine Energie ist, dass du verstehst, wie wichtig es auf deine Art und Weise ist, zu kommunizieren, wie wichtig es ist, mit deinen Worten, mit deinen Bildern zu sprechen, mit deiner Wahrheit zu sprechen, weil da sind Menschen draußen, die verstehen mich nicht, die verstehen andere nicht, aber die verstehen dich. Und so machen wir einen Ripple-Effekt, einen Domino-Effekt. Und irgendwann mal haben wir so eine hochschwingende Energie auf diesem Planeten, wo wir uns alle für Licht und Liebe gegenseitig die Energie austauschen in Form von Geld. Und niemand mehr belächelt wird, weil er ja so spirituell ist, aber doch Luxus liebt, die schönen Dinge liebt, ja. Das ist ein Switch. Wir kommen jetzt in ein neues Bewusstsein.
das Licht wird nicht mehr aufzuhalten sein. Und deswegen rufe ich jede von euch auf. Geht euren Weg, geht raus, haut eure Message raus, zeigt euch, zeigt, wofür ihr steht und kommt aus der Angst raus. Wie gesagt, ich zeige in meinem Kurs ganz klar und einfach, wie du die Online-Medien dazu nutzen kannst. Es ist nicht schwierig. Ich zeige dir auf der einen Seite die Technik und auf der anderen Seite zeige ich dir und gebe dir das Vertrauen, gebe dir die Basis und das Bewusstsein, dass dein Kopf, dass dein logischer, analytischer Verstand es nicht wissen muss. Wenn dein Herz entscheidet, hier will was raus, dann musst du den Mund öffnen, dann musst du dich zeigen, weil das ist die große Idee, dass wir hier uns zeigen in unserer ganzen Schönheit, in unserer kompletten Präsenz und zwar nicht mit irgendwelchen Bedingungen. Du musst so aussehen, du musst so alt sein, du musst so eine Erfahrung haben. Wir haben alle alles. Unser Rucksack ist geschnürt. Nur ist es jetzt an der Zeit, mit den Dingen zu arbeiten, die wir in diesen Rucksack gepackt haben und diesen Beitrag zu leisten für den Planet, für unser Kollektiv, für unsere Gemeinschaft. Und ich helfe mit meinem Kurs diesen Leuten, die sagen, wow, ich weiß, dass ich es machen will. Ich weiß, ich spür's, aber ich kenne die Kanäle noch nicht. Ich habe da noch irgendwo Fragen, Ängste und Bedenken. Komm mit rein in diesen Kurs. Wir werden das innerhalb von 4 Wochen werden wir transformieren. Wir werden dazu beitragen, dass die Energie des Kollektiven transformiert. Jeder Einzelne. Und wenn du dabei bist und wenn du siehst, dass das die Zukunft ist und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und noch Fragen hast, schreib mir, frage mich. Es gibt den Sonderpreis bis morgen, die Anmeldung bis morgen. Wenn du dich anmeldest, am Dienstag starten wir. Die Uhrzeit wird noch kommuniziert und dann geht es vorwärts. Und dann erhöhen wir die Schwingung der Erde. Und Wort ist Macht. Wort ist Liebe, Wort ist Wahrheit. Und dieses Wort muss so viel größer werden wie das Wort und die Geschichte der Angst. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt die Sonne genießen, bei mir ist noch riesenschön draußen. Zwar kein Mensch unterwegs, aber der Hund darf ja zum Glück raus. Also, ihr Lieben, tschüss!